In diesem Video wird es wieder richtig gefährlich und herzlich willkommen zu YouTube-Sitz 2 in Minecraft. Okay, Intro war ein bisschen komisch, aber Leute, ihr wisst, was gestern passiert ist. Im letzten Video habe ich Flauschi meine Liebe gestanden und wie sie reagiert hat, wisst ihr alle, denn es war ein bisschen komisch gewesen, aber ich war bei der Vertrauensperson und sie sagte, dass Flauschi mich wahrscheinlich auch liebt, aber das werden wir hoffentlich in diesem Video erfahren und heute habe ich etwas vor, was ihr mir in die Kommentare geschrieben habt und zwar habt ihr geschrieben, ich soll Flauschi fragen, ob sie meine Freundin wird. Okay, ich sag mal so, wenn ihr das schreibt, dann muss ich das ja machen und möchte ich eigentlich auch. Ich möchte natürlich, dass Flauschi meine Freundin wird. Da steht sie schon auf meiner Schulter, aber ich sehe sie hier nicht. Das heißt, wir müssen Flauschi erstmal suchen und mir ist vorhin aufgefallen, als ich gerade hier das Video begonnen habe, sind hier Schilder gewesen und hier steht drauf, Hi Candy mit Herzen. Wer hat denn sowas geschrieben? Ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal den Schildern entlang. Also hier steht Hi Candy mit Herzen. Okay, schon mal sehr, sehr süß. Aber wer kann das gewesen sein, Leute? Wer kann das gewesen sein? Hm, naja gut, ich würde sagen, ich laufe mal weiter. Hier Herzen, okay? Ich mag dich. Hihihi. Vier Herzen und dann F? F? Wer kann das? Nein. Nein, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, als ob Finski sowas schreibt wegen F. Das war Finski. Oh, nein. Ich glaube, Flauschi hat das geschrieben. Ich glaube, Flauschi hat die Schilder hier in die Baufirma gepackt. Ich mag dich. Hihihi. Vier Herzen von Flauschi. Oh mein Gott, okay, sind hier... du bist süß, vier Herzen. Okay, also, das ist voll süß von Flauschi, dass sie mir so Schilder schreibt. Aber langsam reicht's ja auch. Hier ist noch eins. Willst du auf ein Date? Fünf Herzen. Hä? Also langsam... hier ist noch eins. Magst du mich auch? Hä? Fünf Herzen. Ja, mag ich. Du siehst gut aus. Bro, was soll das? Wie viele Schilder sind hier? Das ist viel zu viel. Ich will den Rest meines Lebens mit dir verbringen? Hä? Leute, wer hat diese Schilder geschrieben? Warum sind hier so viele Schilder? Langsam wird's komisch. Hier auch nochmal 100 Herzen. Wir schauen mal hier in die Kiste rein. Geschenk von Flauschi an Candy. Okay, da bin ich mal gespannt, was Flauschi mir hier schenken will. Ich schaue hier mal rein. Was war das denn? Hä? Was war das? Okay, wir schauen mal rein. So, oh mein Gott, die Kiste ist ja voll. Wirrwarzenblock, Apfel, rosa Blütenblätter, Farbstoff, Holz. Ey, was, hört ihr das? Oder bilde ich mir das ein? Ich habe das Gefühl, ich höre Flauschi. Aber egal, wohin ich gehe, egal, wohin ich gucke, ich sehe und höre immer Flauschi. Aber was ist das hier, so ein Wirrwarr? Hier ist das ganz komisch. Eisenbahn, Schleimbälle, das ist ja alles voll der Müll. Eigentlich, schaut ihr doch mal weiter. Huh? Totem der Unsterblichkeit? Ja. Ah, Flauschi hat mir ein Totem geschenkt. Oh mein Gott. Okay, ich werde den Rest auch aus Höflichkeit nehmen. War aber überwiegend eigentlich Müll irgendwie nur. Aber gut. Okay, dann gehe ich mal... Flauschi? Dir haben meine Geschenke nicht gefallen? Ja, na klar hat mir das gefallen. Das ist voll nett von dir. Und auch die Schilder ist voll nett von dir. Und der Totem, richtig krass. Ja, ich sag dir ehrlich, Kirschsetzling... Pfingstrose, bemooster Bruchstein? Wieso gibst du mir einen bemoosten Bruchstein? Das ist doch Müll. Flauschi? Ja. Spaß, es war nur ein Prank. So, ich freue mich extrem über die Sachen. Vielen Dank, richtig cool. Auch der Stein, warte. Yippie! Voll der krasse Stein, ey. Ja. Leute, denkt ihr wirklich, der Stein ist krass? Was ist das? Voll der coole Stein. Danke, Flauschi. Warte mal kurz, okay? Ja, okay, ich warte hier. Ey, Leute, wir müssen den Tag mit Flauschi verbringen und am Ende des Tages werde ich Flauschi fragen, ob sie meine Freundin sein will und ab dann ist sie meine Freundin. Und ja, das ist eigentlich das Ziel. Warte mal. Also werden wir jetzt mit ihr einen Tag verbringen und am Ende des Tages werde ich sie fragen. Flauschi. Oh, ja? Einmal zeige ich den Zaubertrick. Oh. Beeindruckt dich das? Ja. Was ja, machst du denn da? Beeindruckt mich. Okay, Flauschi, ich wollte fragen, ob wir den Tag zusammen verbringen können. Oh, wow. Ja. Okay, Flauschi, weil ich verbringe gerne Zeit mit dir. Erstes? Zieh mal deine Rüstung aus. Ich will deine Kette nochmal sehen und dann verbringen wir den Tag. Ja. Alter, das sieht ja voll krass aus mit der Candy-Kette. Ab jetzt im Minecraft-Item-Shop. In der Beschreibung ist es verlinkt. Ihr müsst es aber auf PC spielen. Geht nur auf PC. Okay, Flauschi, wir verbringen den Tag. Ich bin bereit. Und ich sag dir ehrlich, gestern war schon das... lass uns weitergehen, okay. Ey, Leute, ich bin immer noch richtig nervös neben Flauschi.
Naja gut, Flausch, was machen wir denn? Wenn wir jetzt den Tag zusammen verbringen wollen und Spaß haben wollen, was kann man denn auf der YouTuber-Insel machen? Denn mir fällt gerade auf, es gibt kein Zoo, es gibt keinen Zirkus, es gibt keinen Jahrmarkt, es gibt keine Achterbahn, es gibt hier gar nichts, was man machen kann. Das stimmt, du musst was bauen. Zeigt mir doch nochmal die Wasserkrieger-Base oder so. Okay, Leute, ich tue jetzt so, als würde ich mich, ich interessiere mich ja auch, aber ich interessiere mich jetzt für Flauschis Sachen, damit sie mich noch mehr mag und am Ende sogar meine Freundin werden will. Und Leute, ihr wisst, ich kenne Flauschi seit 9 Monaten schon oder noch länger sogar. Flauschi, hast du ein Boot? Ich hole eins, warte. Seit 9 Monaten kenne ich sie schon. Ich habe sie bei einem Ort kennengelernt, der ähnlich wie hier vorne ist. Ist unser Boot weg? Och Mann, ey. Okay, ich muss ein neues Boot besorgen. Wie sieht das denn aus? Ich habe nicht mal ein Boot. Flauschi? Ja? Ich habe kein Boot. Achso, du hast ein Boot. Okay, hier, sehr bitte. Gut. Steig auf. Leute, schaut das Video auf jeden Fall zu Ende, denn dort werde ich Flauschi fragen, ob sie meine Freundin sein will. Okay, Flauschi, also du weißt ja, es gibt hier wirklich nicht viel, was man machen kann eigentlich, oder? Das stimmt. Wir müssen uns mal zur Aufgabe machen, dass wir zusammen was richtig Krasses bauen müssen. Wir müssen mal einen Freizeitpark zusammenbauen mit Achterbahn und alles drum und dran. Ja, aber bevor wir das tun, zeigst du mir ganz kurz natürlich einmal deine Base. Dann gehen wir kurz ins Casino zusammen. Da muss ich ganz kurz noch was erledigen, was geheim ist. Und dann sehen wir uns heute Abend wieder, okay? Irgendwie was Geheimes. Ich will dabei sein. Flauschi, was hast du keine Rüstung an? Oh mein Gott, ich hatte keine Rüstung an. Okay, ich würde sagen, dann zeig mir mal deine Base hier. Also, hier ist ein großer Tempel. Welche krasse Person, die richtig, richtig heftig gut bauen kann und wo alles gut aussieht, hat das denn gebaut hier? Das war Lukas. Wirklich? Nein, ich war das Candy. Okay, oh mein Gott. Okay, Flauschi, aber voll gut geworden, richtig gut gebaut. Danke. Du kannst richtig gut bauen, Flauschi, und du siehst auch gut aus. Danke. Ja, gerne, okay, dann lass uns weitergehen. Und die Wege hier, auch voll gut gemacht. Du gebaut. Aber die haben wir zusammengebaut, Flauschi, das Teamwork. Stimmt. Okay. Dann haben wir hier noch den Tempel in der Mitte, die Tolle. Hey Leute, ich weiß nicht, wann ich sie fragen soll. Soll ich sie jetzt einfach fragen? Ich weiß nicht. Hallo? Meint ihr, es ist jetzt an der Zeit? Oh mein Gott, wenn ich sie frage, dann werde ich sie hier in der Wasserkrieger-Base fragen. Genau hier. Flauschi, ich habe eine Frage an dich. Ja, komm mal hier weg. Ich mag den Ort nicht so gerne. Warum? Das ist das hässlichste Gebäude hier. Finde ich auch. Oh mein Gott, ich wollte sie gerade fragen. Was ist denn jetzt los? Ja, okay, du hast recht. Voll der komische Ort. Habe ich mir direkt auch gedacht. Okay, dann lass uns weitergehen. Alter, Leute, das war richtig knapp. So, gerade noch so ausgewichen. Noch denn ich wollte sie gerade fragen. Okay, weiter geht's. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die ganze Aktion findet zwischen Flauschi und mir. Und ich bitte wirklich, ich hoffe, dass Flauschi Ja sagt und meine Freundin wird. Flauschi, bleibt mal ganz kurz stehen. Ja. Nicht bewegen. Ja. Und okay, danke. Hab nur schon ein Foto gemacht. Nö, nichts, okay. Dann, was gibt's denn jetzt hier alles? Hier haben wir mein Haus. Das ist mein Eigentum. Okay. Ja, hallo, ich bin's. Hallo. Warte mal. Hier haben wir mein Kamin. Okay, ja, gut, okay. Ja, Flauschi, ich hab nur 20 Minuten Zeit pro Video, bitte. Hör doch auf, ich will das Video weitermachen. Okay, weiter geht's, dann zeig mal. Ja, hier hast du mein Wohnzimmer mit einem kleinen Crafting-Bereich und sowas, nichts Spannendes. Cool. Dann geht's hier nach oben. Jo, nach oben, dann schauen wir uns das auch nochmal an. Ey, Leute, wo soll ich sie fragen? Ich weiß nicht, wo ein guter Ort ist. Gar nichts. Hey, du hast ein Totem geklaut. Ich hab den da rangemacht, das ist das Gegenteil von Clown. Meins. Hä? So, und dann habe ich hier mein Bett, wo ich... gute Nacht. Hä? Okay, dann gehe ich. ich wollte mich hinlegen. Cool, und was ist hier? Mein Badezimmer. Was ist, wenn man hier einmal lang geht? Oh, hier ist noch ein Schlafzimmer. Wie viel Schlafzimmer hast denn du? So, jetzt hier einmal. Hier ist noch eins. Ja. Drei Schlafzimmer. Okay. Noch eins? 4 Schlafzimmer? Ja. Wie viele Gäste erwartest du? Das ist mein Lieblings. Jemands Fünfte? Ja, hier lang oder was? Hier? Ja, das ist mein Lieblingsschlafzimmer. Weiter geht's, Flauschi. Sehr gut. Cooles Haus, muss ich ehrlich sagen. Ich würde sagen, damit wir jetzt noch ein bisschen Zeit verbringen, weil ich muss jetzt eigentlich direkt wieder los, noch eine kleine Sache erledigen. Danach müssen wir noch mal reden.
Lass uns doch einmal nochmal hier unser Glück versuchen und das Schicksal herausfordern. Und schauen, okay, ob wir gewinnen. Ich bin die Mega-Gewinnerin. Hast du Diamanten? Ich hab welche. Ich lade dich ein, Flauschi. Hast du es aufgefüllt? Ja, es ist aufgefüllt. Okay, Flausch, ich lade dich ein. 2 Diamanten. Nur Oha, Diamanten für meine Prinzessin. So, let's go. Okay, okay, okay. Was ist denn jetzt los? Flauschi! Fühlt sich das bei dir auch nicht? Ich hab gewonnen. Hä? Warte mal. Flauschi? Ja? Ich glaube, ich habe einen Money-Glitch gefunden. Warte, Flauschi, alle Gewinne zählen. Die Maschine ist kaputt. Ja! Nein, es wird jetzt nicht weitergespielt. Doch, es wird weitergespielt. Es werden Diamanten gewonnen. Wer hat die denn kaputt gemacht? Oh Mann, mein schönes Casino. Ich habe jetzt auch verloren. Ja, jetzt habe ich verloren. Hä, aber warum ist das denn kaputt? Wer war das? Hier ist doch Obsidian überall. Da oben ist da alles ganz. Warte, ich muss einmal nach oben gucken. Oh, hier ist ja eine Lücke, die habe ich noch gar nicht ganz zugebaut. Oh, okay, ja, Flausch, ich muss noch ein, zwei Sachen erledigen und dann sehen wir uns gleich, ja? Okay, tschüssi, ich warte hier auf ciao. Den ganzen Tag werde ich auf dich warten. Wow, voll nett. Ey, Leute. Ich werde dich vermissen, Candy. Hä, wow, was sagt die da? Ich dich auch, Flauschi. Ciao. Ist ja voll nett von Flauschi. Sie sagt sogar, dass sie mich vermissen würde. Ich sag euch ehrlich, ich glaube, Flauschi mag mich auch. Und heute werde ich sie fragen, ob sie meine Freundin sein will. Und deswegen muss ich etwas vorbereiten. Nämlich muss ich eine kleine Sache bauen. Ich werde jetzt eine kleine Mini-Insel bauen. Mit einem Schwan davor, mit Kerzen, mit roten Beton, ein Herzen bauen. Und noch viel, viel mehr. Und dort werde ich mit ihr zusammen hinfahren. Und wenn es klappt, ist am Ende des Videos Flauschi meine Freundin. Und dann werde ich alle Videos nur noch nennen. Meine Freundin und ich bauen ein Haus und so weiter, Leute. Ihr wisst, wie es läuft. Deswegen würde ich sagen, ich hole mir jetzt die Materialien und fange direkt an. Und so sieht die Insel aus. Die ist nämlich da hier, wo wir auch im letzten Video waren. Und hier baue ich mir jetzt etwas Kleines auf. Hier mit so ein bisschen Laub an der Seite. Hier werde ich ein großes rotes Herz bauen. Dann werde ich mit Flauschi mit einem Boot hier anfahren, also hier hinkommen. Dann werde ich absteigen und sagen, Flauschi, sehe hier, schau an, so sieht's aus, so und so. Und willst du meine Freundin sein? Und dann sagt sie, ja, gerne. Und dann sind wir endlich zusammen. Nach 9 Monaten. So lange hat es gedauert. Aber jetzt ist es endlich soweit. Deswegen würde ich sagen, ich baue jetzt hier so ein fettes, großes, rotes Herz hin. Vielleicht noch irgendwas Schönes, Sitzmöglichkeiten oder so einen weißen Schwan hier aus Wasser und noch viel, viel mehr. Und dann, Leute, ist es an der Zeit. Dann geht es los. Das heißt, das Warten wird sich lohnen. Bleibt dran. Weiter geht's. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Wir haben hier das rote Herz und noch Lampen und noch viel mehr. Und jetzt werde ich noch Schilder schreiben. Flauschi, seit 9 Monaten kennen wir uns. Vielleicht auch mehr. Ich weiß nicht. Aber ich liebe dich seit Tag 1. Trauriger Smiley. Nein, ohne traurigen Smiley. Ihr habt mir die Kommentare geschrieben, ich soll stark bleiben. Und deswegen will ich dich etwas fragen. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, und dann wird sie sagen, was willst du mich denn fragen? Und dann werde ich sagen, Flauschi, willst du meine Freundin sein? Und dann sagt sie ja und dann sind alle glücklich. Yeah! Aber dafür muss es erstmal klappen und ich würde sagen, wir holen sie jetzt ab. Oh mein Gott, jetzt geht's los. Okay, wo ist sie? Flauschi, Flauschi. Nein, hier ist sie nicht. Ach, warte, sie war im Casino und hat gesagt, sie wird für immer auf mich warten. Und das können wir jetzt testen. Wir laufen jetzt mal nämlich hier zu Flauschis Casino rüber und schauen, ob sie da ist. Und dann werde ich fragen, ob sie mit... sie war doch da am Fenster. Flauschi? Hallo, Kenny. Hey, Flauschi. Kannst du kurz mitkommen? Oh, ja klar, was gibt's? Ich wollte nur ein, zwei Sachen zeigen. Komm mal gerne mit. Ja, dann zeig mal, hast du deine Sachen schon fertig gemacht? Ja, alles ist erledigt. Komm gerne mal mit. Du warst aber schnell fertig. Ja. Und wir müssen hier einmal raus. Warte, hier ist eigentlich egal wo. Da vorne ist Wasser und dann komm mal bitte mit. Du hast Zeit, oder? Ja, klar. Ein bisschen, und du aber siehst nur, gut aus, auch mit tun. Der Rüstung und die Schuhe. Voll, du hast voll die schönen Schuhe. Danke, Candy, du auch. Da bin ja ich auf deiner Schulter. Ja, habe ich extra drauf gemacht. Und ich habe dich auf meiner Schulter. Ja, das ist cool. Weil ich dich mag, Flauschi. Ich mag dich auch, Candy. Oh, ja, dann komm mal mit. Okay, nochmal schnell abchecken. Okay, Flauschi, wir jumpen hier einmal rüber, so. Ja. Okay, so, und jetzt hier in mein Boot.
So flauschig. Und zwar, du warst ja gestern dabei. Wir sind ja zusammen zu dem Ort gefahren, der so aussah wie dort, wo wir uns das erste Mal gesehen haben. Richtig? Ja, richtig. Und dort haben wir geredet miteinander und ich hab dir gesagt, dass ich dich mag, oder? Ja, das stimmt. Okay, und wir fahren an denselben Ort, nur habe ich ihn etwas umgebaut. Oha, da bin ich gespannt. Oh mein Gott, okay. Ist das geupgradet? Ja. Oh mein Gott, man sieht's schon. Oh, wie wird sie reagieren? Man sieht es schon. Oh, oh. Man sieht's da vorne schon. Oha, das sieht aus wie ein Herz. Ja, ist richtig, Flauschi. Das ist vollkommen richtig. Hey Leute, ich bin so nervös. Ich weiß nicht, ob ich mich traue. Okay, Flauschi, du musst jetzt hier einmal aussteigen. Wow, da stehen ja Schilder. Ja, du kannst sie vorlesen. Soll ich die lesen? Ja. Flauschi, seit 9 Monaten kennen wir uns. Das stimmt. Vielleicht auch mehr. Ja, es sind mehr, Candy. Doch hätte ich mehr von dir erwartet, sage ich ehrlich. Okay. Aber ich liebe dich seit Tag 1. Was? Ja, Schau weiter. Und deswegen will ich dich etwas fragen. Achso, ja? Jetzt hier hinstellen. Flauschi, wir kennen uns seit 9 Monaten, glaube ich. Vielleicht auch etwas mehr. Achso, Flauschi, du weißt, wir kennen uns schon richtig lange und du bist meine Lieblings-YouTuberin. Ja? Und wir kennen uns schon und wir haben auch voll viel Häuser zusammengebaut und das hat immer richtig gut funktioniert. Haben auch schon andere Spiele sogar zusammengespielt. Die Zeit mit dir ist die beste Zeit, die ich jemals hatte. Zeit mit dir vergeht wie im Flug. Eine Stunde fühlt sich an wie eine Sekunde mit dir, denn wir haben immer Spaß zusammen. Ja, da hast du vollkommen recht, Candy. Und Flauschi, ich würde gerne jeden Tag mit dir verbringen. Ich möchte morgens aufstehen und dich sehen und abends einschlafen und an dich denken. Und deswegen wollte ich dich fragen, Flauschi, ob du meine Freundin sein möchtest. Da muss ich einmal kurz überlegen, Candy, okay? Okay. Ich gehe hier kurz in die Ecke, ja? Ja. Was überlegt ihr da? Die rechnet ja. Was rechnet ihr da? Ja, okay. Ja, machen wir so. Wie, hä? Ja, das ist ein Ja. Let's go! Warte, was war das? Okay, Flauschi. Meine Freundin kann Backflip! Meine Freundin kann einen Backflip! Okay, dann würde ich sagen, Flauschi, mach das Outro und dann beende ich das Video und dann, ja, chillen wir noch. Okay, ich warte in meinem Haus auf dich. Du solltest das machen. Naja, egal, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr mehr von Flauschi und mir, wenn wir mehr von meiner Freundin und mir sehen wollt, dann lasst jetzt ein Abo da, um nicht zu verpassen. Denn im nächsten Video wird es wieder richtig gefährlich, wenn es wieder heißt. In diesem Video wird es wieder richtig gefährlich. Okay, Leute, Flauschi ist jetzt weggefahren, aber das Video ist natürlich noch nicht vorbei, denn ich wollte noch etwas machen, ohne dass sie es mitbekommt. Deswegen habe ich erstmal gesagt, das Video ist jetzt vorbei, Flauschi kann gehen, alles drum und dran. Und Leute, ich wollte jetzt noch eine Sache machen. Und zwar werde ich in einem der nächsten Videos mit Flauschi zusammenziehen. Denn wir sind jetzt ja auch zusammen und das heißt, man sollte auch zusammen wohnen. Und wir werden das erste eigene Haus zusammenbauen. Und da... wer ist das denn? Warte, das ist irgendein YouTuber. Das ist irgendein YouTuber. Ich wollte nur sagen, ich werde uns jetzt gleich ein Grundstück besorgen. Das muss natürlich richtig groß sein, richtig cool sein und so weiter. Aber wer war das da vorne? Da ist irgendein YouTuber beim Rathaus gewesen. Und ich bin doch der Präsident von Powerberger Hills. Deswegen schauen wir mal, da ist eine Spinne. Hä, wo ist der hin? Der ist hier irgendwo weitergelaufen. Hallo? Hallo? Da drin ist der. Kurz die Spinne erledigen, okay. Hier drinne. Hier ist der Präsident. Wie kann ich helfen? Oh mein Gott, das war ein Skelett. So, okay, ist erledigt. Hä? Irgendwie komisch. Ich dachte echt, das wäre ein YouTuber gewesen, weil er echt so aussah von hinten. Aber gut, ich würde sagen, ich werde jetzt ein Grundstück einzeichnen für Flauschi und mich, damit wir in einem der nächsten Videos zusammen ein eigenes, neues, großes Haus bauen können. Das wird natürlich sehr, sehr krass. Was verkauft er hier? Das brauche ich alles eher nicht.
Okay, wo könnten wir ein Haus bauen? Eine Möglichkeit wäre hier vorne, das würde gehen. Oder halt hier oben. Wir gehen mal nach oben, schauen uns den Ausblick an. Flauschis Haus ist gerade schon hier. Boah, der Ausblick, ich sag euch ehrlich, hier der Ausblick ist schon gar nicht schlecht. Das ist schon ganz cool. Oder wir bauen dort, wo mein altes Haus war. Ich würde sagen, wir bauen jetzt ausnahmsweise mal hier. Also das ist jetzt damit, was das Neues ist. Deswegen zeichne ich hier einmal die Grenzen ein. Bis hierhin soll ja für zwei Personen reichen. Und einmal hier vorne. Und in einem der nächsten Videos werde ich Flauschi damit überraschen, dass ich uns ein Grundstück besorgt habe. Und dort werden wir dann unser neues Haus bauen. Ich werde jetzt sogar schon mal anfangen und hier die erste Ebene abbauen, weil wir das eh machen müssen. So sieht das Ganze jetzt aus. Das heißt, ja, da werde ich die kommenden Tage mit Flauschi zusammen mein Haus bauen. Und ich kann euch gar nicht in Worte fassen, wie happy ich bin, dass Flauschi ja gesagt hat. Und jetzt ist es soweit. Flauschi und Candy gehören zusammen. Der Moment, auf den alle gewartet haben. Ich habe insgesamt fast 5 Songs für Flauschi gemacht und auch sonst schon viele Songs mit ihr zusammen gemacht. Wir haben hunderte Stunden zusammen Minecraft gespielt. Flauschi ist sogar aktuell bei mir im Real Life zu Hause, wie ihr wahrscheinlich wisst. Und besser kann es nicht laufen. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr das Ganze nice findet, lasst ein Abo und ein Like für Candy und Flauschi da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video mit meiner Freundin und mir wieder. Ich würde sagen, das war's gewesen. Wir sehen uns. Ciao. Mit Au. Ciao, ciao.